göttliche Architekt, der Gärtner des Lebens, wie auch immer, Matthias Strolz. Ich will nicht erpressbar sein. Ja, die wollen immer, dass du materiell abhängig bist, damit du dann die Pfote hochhebst, wenn sie sagen, bitte jetzt aufzeigen. Und da hat der Revoluzzer in mir immer schon befunden, dass der muss dagegen halten. Damit. Und es war ein Zitat aus einem Brief eines französischen Abtes, der diesen Brief geschrieben hat, damals an seinen ehemaligen Schützling, der mittlerweile Papst geworden ist. Und er hat gesagt, hey, jetzt habe ich dazu geschaut, du bist sehr beschäftigt, gell? Und die Welt reißt dich gescheit herum und du musst mit so vielen Leuten treffen, mit so vielen Dingen abgeben und so viele Dynamiken, die an dir reiben. Aber ich sage dir, wen willst du gut sein, wenn du dir selbst nicht gut bist? Gönne dich dir selbst. Ja, die Frage ist, wie geht's uns denn in diesen schrägen Zeiten? Die stellen wir einander ja oft. Ne? Wie geht's da? Wie kommst du durch diese Verwerfungen? Und ich habe mir die Frage selbst auch gestellt, habe sie auch oft gestellt bekommen in Podcasts, in Interviews. Was tut jetzt gut, war die Folgefrage, weil ich habe gemerkt, es geht mir nicht immer leicht von der Hand und es geht mir auch nicht immer gut. Und ich habe mich da erinnert an einen Aufenthalt bei meiner letzten Fastenwoche in Panegg, im Waldviertel, Kloster Panegg. Da hat uns ein Pater, der Pater Sebastian, durchgeführt durchs Kloster und hat uns dann im Karner, das ist dieses Häuschen, angefletscht an die Kirche, das Beinhaus, das frühere, also da wurden die Gebeine aufbewahrt, jetzt ist er Kapellen. Hat er gesagt, hey, ich gratuliere euch zur Einkehr hier und das ist gut, Körper, Geist und Seele auch einmal eine Woche baumeln lassen und Wellness, ganzheitlich gewissermaßen. Und ja, gönnt euch selbst, gönne dich dir selbst, hat er gesagt. Und ich habe gedacht, strange Formulierung, was meint er jetzt damit? Und es war ein Zitat aus einem Brief eines französischen Abtes, der diesen Brief geschrieben hat, damals an seinen ehemaligen Schützling, der mittlerweile Papst geworden ist. Und er hat gesagt, hey, jetzt habe ich dazu geschaut, du bist sehr beschäftigt, gell? Und die Welt reißt dich gescheit herum und du musst mit so vielen Leuten treffen, mit so vielen Dingen abgeben und so viele Dynamiken, die an dir reiben. Aber ich sage dir, wen willst du gut sein, wenn du dir selbst nicht gut bist? Gönne dich dir selbst. Also zumindest nach allen anderen immer wieder mal dir selbst. Das war sein Aufruf und ja, die Geschichte hat mich nie mehr losgelassen. Ich habe es ja in meinem letzten Buch Kraft und Inspiration für diese Zeiten drin, weil ich so einen schönen Aufruf finde. Also ich glaube, die Selbstfürsorge ist allezeit menschliche Pflicht. Aber natürlich in Zeiten von Verwerfungen noch wichtiger als sonst. In diesem Sinne, gute Selbstfürsorge wünsche ich. In diesem Sinne, herzlich willkommen zum Happy Brain Talk. Lernen der Zukunft ist unser Thema. Und wenn wir eines lernen dürfen, dann ist es sicherlich in dieser Zeit, aber generell im Leben, nicht nur uns anzunehmen, sondern vielleicht auch zu erkennen, dass es sinnvoll sein könnte, uns auch zu lieben irgendwann. Ja? Und absolut. Wem sollten wir dazu, Selbstliebe. Die Selbstliebe. Wem sollten wir dazu hören? Vielleicht einem, der selber schon viele, viele bunte Wege gegangen ist. Also wenn ich zurückschaue in die Biografie, das Erste, was man rausfinden könnte, wäre zum Beispiel, dass du unter anderem der Rhetorik-Coach von Sebastian Kurz gewesen sein sollst. Auf der anderen Seite, lass mir einfach aufzählen. Der Leiter der Hochschülerschaft, der Studenten und Studentinnen. Und dann auch irgendwann Parteigründer, Unternehmensberater. Eine Partei richtig auch groß gemacht mit einem der vielleicht sympathischsten Milliardäre, die ich kenne. Der Herr Haselsteiner, an der Seite als Investor, das bedeutet sehr viel. Und auf der anderen Seite dann auch wieder zu wissen, wann die Zeit ist, sich wieder rauszuziehen.
das dann auch mutig zu tun, auch auf manchen vielleicht finanziellen Vorteil zu verzichten, andere Dinge wieder anzugehen, um jetzt dann mit Büchern rauszugehen, mit Vorträgen rauszugehen, mit anderen Menschen helfen rauszugehen und jetzt vor allen Dingen rauszugehen mit dem Thema des Geschichtenerzählens, der Kraft der Geschichten und das eigene Leben wieder in die Hand nehmen. Das, der Pilot zu werden, sei Pilot deines Lebens, war der Titel von deinem ersten Buch. Und mein lieber Matthias, jetzt kannst du alle Dinge aufklären, die ich falsch oder richtig gesagt habe. Der Divine Architect, habe ich auch noch gehört, also der göttliche Architekt, der Gärtner des Lebens, wie auch immer, Matthias Strolz, herzlich willkommen, grüß dich. Ja, hallo, freue mich, Andreas, servus. Alles richtig, ist okay. Alles richtig. Wie wird man zum Rhetorik-Coach vom Sebastian Kurz? Das ist die erste Frage, ja. Er hat sich eingebucht. Das war damals, glaube ich, ich war ja Anfang der Nullerjahre unter anderem Kommunikationstrainer, Teamentwickler. Und unser Unternehmen hat hier auch für die Politische Akademie der ÖVP ein Programm umgesetzt. Und da war er zweimal zu Gast für jeweils 2 Tage. Also ich bin nur ein kleiner Mosaikstein. Ist jetzt kein Testimonial auf der Homepage wohnen. Ich bin nicht verantwortlich. Er hat große Talente. Habe ich ihm damals schon gesagt, wow, du bist wirklich ein Talent. Und das habe ich mir dann auch im Parlament ausgerichtet. Also in Erinnerung an die Bibel, ne? Wie das ist, wenn man große Talente hat, ist mir eigentlich in der Pflicht, die Verantwortung soll zu bewirtschaften. Und da hatte ich ab und zu meine Fragezeichen. Aber sie werden jedenfalls effektiv bewirtschaftet. Ja. Yeah. Und beim Rest scheiden sich die Geister. Zumindest wenn wir zwei am Tisch sitzen. Die Kraft der Geschichten. Möchtest du uns tatsächlich kurz einmal deinen Lebensweg anhand der Geschichten entlanghangeln lassen. Das ist nämlich ganz spannend, weil du ja im Prinzip von einem Bergbauerndorf irgendwo Richtung einmal quer durch Österreich und dann, also die Geschichte an sich ist schon einmal faszinierend. Vielleicht möchtest du mit uns den Weg einmal kurz gehen. Ja, ich glaube eben, dass die Welt zuerst klein sein muss, damit sie groß werden kann. Und meine Welt war klein und groß gleichzeitig, weil natürlich so auf einem Bergbauernhof, in so einem Dorf drin, bist du sehr eingebunden in einen Kosmos, der überschaubar ist. Also natürlich hat das Dorf Grenzen und ist das Klosterteil ein Durchzugstal, also da fließt auch Energie durch mit dem ganzen Schwerverkehr und auch den Touristen. Aber dein Platz war dann doch zu bleiben. Auch im Kreislauf mit der Natur, das war sehr prägend, sehr viel Arbeit auch, das war sehr prägend, auch sehr schön, also auch wenn wir als Kinder ab und zu gejammert haben, wenn es Glück gehabt, dass die Schulkolleginnen und Kollegen müssen jetzt nicht so viel hackeln, Roboten, ich habe da den langen Atem mitbekommen, glaube ich, und die Ausdauer. Und die Freude an Verantwortung und die Freude am Anpacken und an Ergebnissen und die Selbstwirksamkeit. Ein Urvertrauen in die Welt, auch in mich selbst. Und dann halt einige übersteigerte alemannische Eigenschaften. Ein bisschen Leistungsschwein, ein bisschen zwänglerisch, scharfer Hüslebauer, ein bisschen Körperignoranz, Sport war ein Fremdwort. Wenn man schwitzen tut, arbeiten, schwitzen ohne arbeiten, ist absurd in den 80er Jahren des alemannischen Hochgebirges. Also so irgendwie, und dann ist sie größer geworden, Innsbruck war schon sehr weit weg, Halleluja, davor war er Bregenz, ein Büro als Landesschulsprecher, das war super, bumm, ja, da bin ich wirklich in die Fremde gezogen, da runter aus dem Oberland nach Bregenz ins Unterland, und wir haben immer gewusst, das Unterland sind keine Guten, ne? Das ist sehr verdächtig alles. Wir konnten es auch festmachen, zum Beispiel an Dingen wie, die konnten mehr als 2 Fernsehsender empfangen. Wir hatten FS1, FS2 und so. Irgendwie war es ein bisschen in der katholischen Ursuppe drin, dass zu viel an Verführung nicht gut ist. Und uns war intuitiv klar, dass ab 3 Fernsehprogrammen die Verführung sehr dominant ist und
dafür ins Werk zugange ist, in der Luft. Also so irgendwie. Aber dann bin ich halt doch irgendwie da angebraust und habe ein Büro gehabt. Mit Innsbruck dann noch einmal weiter. Und dann war ich in Irland ein Jahr. Das war lustig, weil da habe ich meine Tante besucht in Dornbirn. Die Städterin in der Familie quasi. Und dann muss ich meine Mama anrufen aus einer Telefonzelle. Handy hat es ja nicht gegeben, aber 94 hätte ich gesagt. Sag ich, du, wo ist noch einmal? Wohnt noch einmal, meine Gott. Also gibt es mir noch mal die Adresse durch. Sag ich, da bin ich jetzt davor gestanden vor dem Haus. Da ist kein Hochhaus mehr. Und da hat sich mein Bild von Hochhäusern quasi, hat sich in diesen 3 Jahren so verändert, dass ich dasselbe Haus nicht mehr erkannt habe, weil ich halt dazwischen meine Welt so vergrößert habe, dass die davor schon existierenden Häusern geschrumpft sind. Ne? Ja, und dann habe ich noch das Bundesheer gemacht, also Wirtschaft studiert, Politikwissenschaften. In Innsbruck? In Innsbruck, ja. Auch das Bundesheer noch gemacht als Sanitäter. Das war ein Ausbruch an Sinnlosigkeit, wobei es nicht unbedingt nur am Bundesheer gelegen ist. Möglicherweise auch. Ich aus soziologisch, organisationssoziologischer Sicht wollte ich die Erfahrung machen. Ich habe gesagt, ich möchte mir das geben. Und das war auch super spannend, aber ich habe gerade 2 Jahre ÖH hinter mir gehabt und 6 Jahre Beziehung und 8 Jahre Studium. Und das war alles beendet und ich war irgendwo im Nirvana und wir waren 3 so irgendwie spätberufene Soldaten, die halt da im Krankenrevier in Innsbruck exzessiv wurden. Unausgelastet. War auch spannend und dann bin ich nach Wien. Habe das Gefühl, ich muss in die Bundeshauptstadt. Gab Angebote, da irgendwie schon in die Politik zu gehen als Mitarbeiter beim Vorarlberger Landeshauptmann. Dem habe ich entsagt, weil die Politik will immer Abhängigkeiten schaffen. Und ich habe gesagt, nein, ich will unabhängig bleiben. Ich will nicht erpressbar sein. Ja, die wollen immer, dass du materiell abhängig bist, damit du dann die Pfote hochhebst, wenn sie sagen, bitte jetzt aufzeigen. Und da hat der Revoluzzer in mir immer schon befunden, dass der muss dagegenhalten. 12 Jahre Unternehmer als Organisationsentwickler, also anfangs Kommunikationstrainer, Berater, Teamentwickler. Was hast du dann? Hast du dann systemische Ausbildung oder was hast du dann gemacht? Organisations? Genau, ich habe relativ viele Ausbildungen gemacht, aber auch das Doktorat Systemische Organisationsentwicklung in Klagenfurt. Ah. Das war ganz neu damals, war ein Glücksfall, weil ich auch ein Berufsprojekt da hineingeben konnte und weil die relativ hart waren. Die haben gesagt, wenn du nicht lieferst jedes halbe Jahr, dann bist du draußen aus dem Programm, war da zum Greifen. Wir waren alles Berufstätige, ich war der Jüngste und wir hatten alle Praxisprojekte und nur so war es mir auch möglich, neben meinem Unternehmertum das Doktorat voranzubringen, weil ich laufen liefern musste und weil ich ein Praxisprojekt auch. Und lernt man in der Zeit nicht, auf sich selber zu schauen? Oder gesagt hast, du hast dich selbst vernachlässigt? Naja, damals war ich, mit 30 habe ich Kraft gehabt zum Beine ausreißen. Also ich war ja erstens unverwundbar und zweitens habe ich das nicht. Ich kann mich erinnern an eine Diskussion bei einer Feier damals mit einem jungen Vater, der war vielleicht 10 Jahre älter als ich und habe mir mal erzählt, was ich so tue und sagte, wie viele Stunden arbeitest du? Und so gesagt, 60, 70, keine Ahnung, ich zähle sie nicht. Ich sagte, das kann ja nicht sein, das kann nicht sinnvoll vonstatten gehen, so viele Stunden. Da habe ich irgendwie gelacht und habe gesagt, hatte keine Ahnung. Heute weiß ich, was er meint. Heute bin ich ganz woanders mit meinem Kräftehaushalt und Familie und 3 Kinder. Sind ein permanenter Grenzgang auch, ein schöner Grenzgang, ich liebe es, aber ab und zu, also Stichwort kurz oder so, wenn ich auf junge Duracell-Hasen schaue, dann weiß ich bin im Mittelalter und ich bin in der zweiten Lebenshälfte jetzt und da verlässt dich auch ein bisschen diese Push-Energie, dieses Kämpfen, dieses Dopamin, ja, ja. Ich will, ich muss, ich, ja, sondern ich bin, ich darf, wo lädt mich die Welt ein? Also ich muss nicht mehr so viel. Dafür bin ich mehr
das hat auch seine Qualität, vor allem ist es so. Und alles hat seine Zeit. Ich mag das eigentlich. Bin da natürlich nach den 7 Jahren Spitzenpolitik auch noch auf einer körperlichen Aussöhnung, weil diese 7 Jahre so Hochspannung bedeuten für deinen Körper, dass der in Folge dann jeden Monat Schichten freilegt. Und natürlich glaubst du nach 3 Monaten, so jetzt bin ich durch, und nach 5 Monaten sagst du, so jetzt bin ich durch, und nach 7 Monaten sagst du, so jetzt, wie naiv war ich, nach 3 Monaten zu glauben, ich bin durch, jetzt bin ich durch, und mittlerweile nach irgendwie 19 Monaten oder so wage ich keine Prognose mehr, wann ich durch bin. Ich merke, dass immer noch Dinge herausappern und auch somatisiert sich das oder merkst du das auch tatsächlich wie bei irgendwelchen traumatisierten Menschen, wo es dann auch da wieder rauskommt, ja? Nein, somatisiert. Also im Bandscheibenvorfall habe ich ja noch während der Politik ausgefasst im letzten Halbjahr, weil ich dieses Geheimnis mit mir tragen musste, dass ich übergeben werde, das Geheimnis aber nicht teilen konnte. Und da war ich wie ein Pfeil eingespannt, glaube ich, und durfte nicht fliegen. Ein halbes Jahr. Und da haben die Rückenspanner quasi mich irgendwie. Ich war halt wie quasi so verspannt am Schluss, dass der Rücken da L5S1, ne, die Zollbruchstelle des Menschen, haben ja viele, bin ich der Einzige. Aber ja, hätte auch gedacht, sowas kann man nicht passieren. Und ja, ist mal passiert. Konnte es aber nicht glauben, erst als ich quasi das Foto in der Hand hatte aus der Röhre. Ne? Dann war der ungläubige Thomas gläubig und dann konnte ich auch einen Umgang damit finden. Also das habe ich auch dann in meinem, nicht diesem Buch jetzt, Kraft und Inspiration für diese Zeiten, sondern im Sei Pilot deines Lebens, im Buch davor, letztes Jahr beschrieben. Ja, genau. Yeah. Weil dieses, das andere habe ich noch nicht. Ja, diese 5 Schichten sind da drin. Nicht? Da kommt das Neue. Ja, genau. Erklär uns gerne mal das Modell, weil ich finde es auch total hilfreich für jeden Menschen, irgendwo sich durch diese Phasen durchzugehen. Oder bewusst zu machen. Also, ja? Bewusst als Analyse-Tool.